So, bei diesem mit 9 angespielt und zwar heute von Planet Crafter. Es ist wirklich ein Game, welches ich jetzt sehr interessant finde. Ich bin halt generell ein Fan von Aufbauspielen, auch wenn sich das auf meinem Kanal jetzt nicht so ganz abzeichnet. Also ich habe so viele Stunden in Anno oder in Annos und in Civilization und in Humankind und in, was gibt's noch alles? Hier mit El Presidente, wie heißt der? Tropico 4, 5, 6, glaube ich, habe ich gespielt. Und es gibt noch ganz, ganz viele andere. Also ich habe, glaube ich, auch jedes, oder fast jedes Anno gespielt und so. Und das Ganze verbindet quasi ein bisschen verschiedene Sachen miteinander. Zuallererst ein Aufbauspiel und auch ein Terraforming-Game. Was es hier geht, ich habe noch nicht viel gespielt, ich habe 5 Minuten gespielt. Und zwar geht es hier quasi darum, Surviving Mars, also wir sind auf dem Mars, ja. Und wir sind hier um diese riesige Welt, ja, der Mars ist ja riesig, zu in Anführungsstrichen Terraformen. Das heißt, wir müssen diesen Mars, ich glaube, grün machen. Ich habe mir nicht mal den Trailer angeschaut, ich fand einfach nur das Konzept geil. Und also vom so vom Hören und Sagen, und ich dachte mir so, ja, okay, meins. Genau, also hier mit 175.000 Ti erschaffen wir eine blaue Atmosphäre. Ich denke mal dann, also wäre natürlich sehr cool, wenn es dann auch wirklich so das ganze, die ganze Umgebung halt dann irgendwie ändern würde, wenn dann irgendwie plötzlich Pflanzen wachsen, Wasser entsteht, Flüsse entstehen, alles grün wird und so, ist natürlich schon sehr geil. Okay, wir starten mit unserem Inventar, weil es auf Tab ist. Ich habe ewig gesucht auf I, B, E, N, keine Ahnung. Also wirklich auf Tab. Wir haben hier 4 Upgrade-Slots und hier unsere Inventar-Slots. Wir haben hier auch 4 Sachen, die wir erstmal craften, 3 Upgrades, die wir craften können. Mikrochips für Konstruktion, damit können wir dann Sachen bauen, zerlegen und Taschenlampe. Es ist sehr straightforward, auch wenn es kein Tutorial gibt. Aber ich habe wirklich nur, naja, 4 Minuten so gebraucht, 3-4 Minuten. Und mir war eigentlich klar, wie das ganze Game funktioniert. Und das ist ziemlich gut. Denn es ist ähnlich wie beim Programmieren. Der beste Code braucht gar keine Comments, beziehungsweise keine Beschreibungen und so, weil er einfach so gut ist, dass er halt einfach selbsterklärend ist. Und das kann ich schon mal sagen, dass hier irgendwie auch so ein bisschen in die Richtung geht. Oh. Mist, Inventar voll. Okay, wir haben bloß ein Erz dabei. Oh je, das wird lustig. Da hinten habe ich gerade eine Kiste entdeckt. Okay. So, hier wird unser Sauerstoff aufgefüllt, by the way. So, wir können zerlegen, okay. Rucksack, Eisen, Eisen. Ah, hier ist der Rucksack. Oh, okay, cool. Was wieder noch? Magnesium einmal. Ich habe gerade nicht mehr genau hingeschaut, das ist Magnesium, hier ist Titan. Magnesium, okay. Wo finden wir Magnesium? Magnesium ist ein bisschen rar irgendwie. Auch gerade. Ne, hier. Hier ist ganz viel. Okay. Gut, gut. Und es ist irgendwie ganz interessant, dass auch dieser Terraforming-Index da oben halt immer so präsent ist. Finde ich schon echt sehr geil. So. Einmal rein damit. Jetzt haben wir unseren Konstruktionsjob drin. Und mit Q haben wir jetzt quasi unser Baumenü. Da haben wir die Möbel. Selbsterklärend. Hier gibt es ein Wohnmodul. Basishabitat mit Sauerstoff. Wohnmodul Tür. Macht auch Sinn. Außentreppe, Außenanlage. Fundamentraster, okay. Fundamente können verwendet werden, um Außenböden und Treppen zu schaffen, neue Areale zu erreichen oder alles zu bauen, was du dir vorstellen kannst. Ich vermute mal, man baut generell wie ein Space Engineer hier auf Fundamentraster. Oh mein Gott. Ja, genau, klar, natürlich der Vergleich zu Space Engineers, den muss man natürlich auch erstellen. Herstellungsstation ST Stufe 2. Verbesserte Herstellungsstation zum. Okay. Pflanzenröhre. Platziere einen Samen dieses Gerät. Wow, Bohrer. Bohrer finde ich cool. Windkraftanlage. Wir starten mit. Ui, okay. Ein Fundament. Wo fangen wir am besten an zu bauen? Gibt es irgendwie. Ich weiß nicht, wie krass das wird. Also, ich glaube, ich baue aber einfach mal irgendwie so hier oder so. Weil, wenn es am Ende dann wirklich irgendwie sowas wie.
naja, sagen wir mal, Wasser gibt, dann könnte es natürlich schon ein bisschen kritisch werden, wenn dann plötzlich irgendwie das halbe Ding absäuft. Schaut übrigens cool aus. Okay, gut, wir müssen ja ein bisschen was farmen dann. Okay, zweimal Eisen, also die Kosten sind irgendwie relativ gering, finde ich. Kobalt. Energie niedrig, okay. Genau, Sauerstoff müssen wir gleich mal schauen. Ach ja, hier, erste Schritte. Aloy, das habe ich jetzt nicht gesehen. Das heißt, es gibt sogar so eine Art Tutorial. Sauerstofftank Stufe 1 zweimal. Gut, was war es gerade mal? Magnesium. Hier ist Magnesium. Schon aus wie zwei so Mandeln oder so, keine Ahnung. Ne, brauchen sogar mehr. Denn wir wollen auch dann, gleich ein bisschen mehr herstellen davon. Energie niedrig. Okay, wie wir jetzt Energie auffüllen, weiß ich nicht. Vielleicht sollten wir auch erstmal so ein Windrad bauen, aber ich weiß nicht, wie wir unsere Rüstung damit aufladen. Wo ist eigentlich die Energie? Ich sehe die gar nicht. Okay, dafür sollen wir eigentlich theoretisch zwei bauen. Ah, okay, das heißt, wir haben auch nur begrenzte Slots und so. Gut, gut. Was brauchen wir noch? Brain AFK ohne Ende. Kobalt, blau. Hier ist eins direkt um die Ecke. Okay, aber wo ist denn die Energie? Ich verstehe das nicht. Sieht man das irgendwo? Wir machen aber weiter. Eisen, Eisen. Oder kann man sich das irgendwo aufladen? Oh, Lagerkiste. Ah, shit. Ja, ich muss ihn herstellen, aber sonst nichts. Okay. Das sind auch Samen. Okay, gut. Whatever. wir beeilen uns einfach. Da hinten ist noch eine Kiste. Oh. Eisen. Eisen. Dann noch eine Tür. Achso, wir müssen... Schnell, schnell, schnell. So, hier drauf. Das sieht jetzt ein bisschen tricky. So, dann haben wir noch eine Tür. Brauchen wieder Eisen einmal. Titan, da ist Eisen. Achievement. Okay, kann man sie jetzt irgendwie aufladen? Okay, Sauerstoff kriegen wir automatisch. Boah, ist das next? Ich weiß nicht, ob ich hier so einen Stress machen muss. Keine Ahnung. Titan einmal und Eisen einmal. Ist das Eisen? Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob der dann irgendwie was kaputt macht oder so. Keine Ahnung. Ich stelle einfach mal irgendwie so dahin. Windkraftanlage ist das nächste mit einmal Eisen. Die Preise sind dann irgendwie echt in Ordnung. Bin mal gespannt, wie lange noch. Bin auch mal gespannt, was ich irgendwie verbinden muss oder so. Ah, muss man nicht verbinden. Lol, okay. Hier brennt Licht. Habe ich jetzt auch Energie? Terraforming Index. Ah ja, das tickt jetzt irgendwie hoch, oder wie? Warte mal, wo landet das Ganze jetzt? Luftdruck NPA pro Sekunde. Okay. Kann ich mich hier aufladen? Irgendwie nicht. Okay, was ist das nächste? Bildschirm Terraforming. Wir arbeiten erstmal so ein bisschen das Zeug ab, damit wir einfach ein bisschen vorankommen.
und mich jetzt irgendwie abnockeln, das wäre jetzt, glaube ich, nämlich nicht so toll. Warum habe ich dieses Spiel nicht schon früher entdeckt? Ich weiß nicht warum. Aber es ist irgendwie echt lustig. Können wir es abbauen? Kann ich abbauen? Was für noch Eisen, glaube ich, oder? Was war das? Ah ja, okay. Also wenn die Energie hier global ist, dann bauen wir das am besten einfach in unser Haus hier rein vielleicht. Ja, genau, das finde ich gut. Oh, ist das geil. Ist das geil. Das gefällt mir. Bildschirmbaupläne, was noch? Bildschirm. Ah ja, okay. Bewässerung niedrig. Das muss ich erstmal selbst gießen. Aber was macht dieser Bohrer hier? Das verstehe ich nicht so ganz. Macht ihr nur irgendwie Terraforming und sonst nichts oder wie? Hm. Mal rausfinden. Früher oder später. Was ist denn jetzt passiert? What the fuck? Das ist nicht gut. Er hat dann so unter der Klippe so. Holy shit. Passiert es auf dem Mars so die ganze Zeit? Oh oh. Okay, kommt da, der kommt. Der kommt zu nah, der kommt zu nah. Kann das wieder aufhören? Finde ich jetzt sehr uncool. Gibt es hier irgendwie so eine Newbie Protection oder so, bis ich hier irgendwie, was weiß ich, irgendwas hab, zu verteidigen? Kann sie wieder aufhören? Oh, ist das eine Sternschnuppe oder was? Nee. Ja, komm, jetzt hör doch mal wieder auf. Letzte, oder? Oh. Okay, das ist verrückt. Wir müssen Gas geben auf alle Fälle. So, Interface, wow, Baupläne, okay. Wärme, Luftdruck, Sauerstoff, Terraforming, Rucksack. Ach, das schaltet man über das Terraforming-Ding da frei. Oh mein Gott. Ja, das hört gerade mal auf. Was zum... Tierfutter? Futterspender für... Tierheime? What? Tierheime, Rucksack. Portalgenerator. Ich habe gedacht, das ist ein kleines Indie-Game. Na, nicht ganz. Heizung. Nahrung. Eis. H2O. Nahrung. Wasserflasche. Ah ja, okay, Rechtsklick. Heizung. Iridium? Eisen und Silizium. Wo krieg ich denn Iridium? Wie schaut das aus? Rot, okay. Iridium. Ich weiß, dass es ein Ticket gibt. Was ist hier? Iridium, Eisen, Silizium. Eisencheck. Silizium, oder? Was? Silizium, ja. Schaut irgendwie so aus. Silizium, okay, super. Iridium ist immer sehr selten, normaler. Ah, Iridium, okay. Was gibt's noch alles? Superlegierung. Okay, so, dann Heizung. Nice. Das ist schon mal ein cooles angespielt, oder? Sauerstoff niedrig, ja, von mir aus. Ich schätze mal, man braucht die Wärme hier drin. Genau. So, was hat sich alles verändert? Jetzt haben wir ein bisschen mehr Terraforming-Index.
Wärme, okay, Energie, Energie, passt. Warum ist das Ding aus? Haben wir jetzt keinen Strom mehr? Warum steht das denn? Ich sage jetzt nicht, dass irgendwie eine Windflaute ist. Wait, das bringt Energie, aber... Okay. Bildschirmfortschritt. Es gibt doch irgend so einen Energiemonitor, oder? Den bauen wir jetzt als nächstes. Silizium und Eisen. Silizium und Eisen. Ja. Eisen. So, ich hoffe, dass wir jetzt damit halt irgendwie so ein bisschen die Daten kriegen, die wir brauchen. Was haben wir denn da? Terraforming. Ja, genau. Ich denke, wir haben einfach keine Energie mehr. Ging doch gerade irgendwo. Hä? Okay, wir mal einfach da runter. Da so hin. Interface anzeigen. Verbrauch. Oh. 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 Okay. Unerwartet. Eisen. Natürlich Eisen. So, gehen wir das ran. Okay. Ich weiß nicht, wo wir unseren Windpark aufbauen. Ich glaube, der wird nämlich auf alle Fälle ziemlich groß. Okay, das heißt, wenn man mehr nebeneinander baut, ist es egal. Genau. Viel noch ein bisschen. Gut, gut. So. Mal kurz Eisen suchen. Ey, wie im Real Life. Halt, der Ding ist noch so riesig und hässlich einfach. Hä? Wir drehen es. What? Lol, das ist. Okay, das ist eigenartig. Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber okay. So, Wärme, Luftdruck, Terraforming 70 Ti. Oh, das sieht mal cool aus. Das ist ja cool. Okay. Verfügbar 1,1 Kilowatt, passt. Okay. Erforschen kann man aktuell noch nichts. Müssen wir ganz anfangen gehen. Gibt es irgendwie eine Schnellfunktion? Hä? Lol. Sauerstofftank 2. Ach da. Das können wir jetzt unter Q bauen, oder wie? Nee, ach so, im Crafting-Kabel wahrscheinlich da hinten. Pflanzenröhre Stufe 1 müssen wir herstellen, okay. Das wird interessant. Ne, wahrscheinlich müssen wir diesen Advanced Crafter bauen. Kann schon gut sein. Pflanzenröhre. Wir brauchen natürlich wieder Eisen. Oh, Eisen. Wie in jedem Spiel. Eisen. Ohne Eisen geht nichts. So. Keine Ahnung, wie viel das wir davon wieder brauchen, aber bauen wir uns mal irgendwie. Okay. Kann man hier bauen? Klar. Da gibt's hin. Öffne Pflanzenröhre. Ah ja, genau. Auberginensamen. Was soll man anpflanzen? Was bestimmt das? Erschaffe blauen Himmel. What? Warte, wie sind wir gerade von bauen eine Heizung zu erschaffe 175.000 Ti jetzt da verkommen? Das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell irgendwie. Okay, naja. Tutorial sieht einfach aus. Ich nehme jetzt den, weil ich nicht weiß, ob wir den hier benutzen sollten. Keine Ahnung. Okay, er produziert Sauerstoff. Was kriegen wir jetzt hier sonst noch so? Oh, jetzt geht das Terraforming schneller. Die Frage ist, was hat es als Auswirkungen auf das Ganze da? Bildschirmfortschritt. Hä, was? Bildschirm herstellen, Bildschirmfortschritt. Hä? Ah. 2,0 NK. Habe ich in der Schule so schlecht oder so wenig aufgepasst? Kernreaktor, ja, let's go. Oha. Ne, ich weiß nicht, ob ich in der Schule so schlecht aufgepasst habe, dass ich jetzt nicht weiß.
Wofür steht NKPK? Wie viel Wärme darin angeben? Googeln. Oh Gott. In verschiedenen Kontexten steht PK bei Wärme für verschiedene Begriffe. Polizeikommissariat. Ah, okay, ich bin nicht der Einzige. Kraft-Wärme-Kopplung. Wahrscheinlich das ist es das, oder? Energieproduktion bezeichnet PK die Kopplung von Stromerzeugung und Wärmeerzeugung in einem Kraftwerk, um die Abgabe von ungenutzter Abwärme an der Umgebung zu reduzieren. Gut oder nicht gut? Ich habe keine Ahnung. Was brauchen wir als nächstes? Wir brauchen auf alle Fälle noch so ein Bohrer, nee. Herstellungsstation. Eisen, Silizium. Let's go. Ich loot mal gleich die Kiste. Gleich 200 TI. Aber noch nichts freigeschalten bisher. Bin mal gespannt. Inventar voll, natürlich. Nahrung niedrig, oh Gott. Also ich hoffe, dass wir das jetzt irgendwie nicht irgendwie verkacken oder so. Aber also ich glaube, wir machen aktuell ganz guten Fortschritt und wir sind auch relativ schnell und so. Von dem her glaube ich, dass es schon klar geht. So, gut, Wasser geht auch wieder runter, finde ich jetzt nicht so gut. Öffne Pflanzenröhre. Also macht das. Also das soll doch irgendwie. Naja. Herstellungsstation. Wir müssen dringend mein Geist ein bisschen expandieren dann. Noch Energie? Oh, gerade noch so, okay. Achso, die gleiche Herstellungsstation wie beim anderen, oder? Exoskelett, nee, warte mal, ist das irgendwie. Ah, nee, okay, hier können wir mehr craften, okay. Wasserflasche braucht mal Eis dafür, okay, das ist fair. Ich hab Alu, lol. Gut, okay, Wasser kriegen wir. Essen. Gut, Essen ist noch okay. Haben wir noch genug? Okay. Okay, wir machen, glaube ich, ganz guten Fortschritt. Ich würde sagen, wir bauen die nächste Windkraftanlage. Gibt es irgendwie einen Crit oder so? Das finde ich echt auch cool. Und dann vielleicht noch ein Bohrer. Ich habe keine Ahnung, was die Bohrer machen. Die erzeugt Energie, die alle Maschinen auf dem Planeten antreibt. Lol. Erzeugt Luftdruck durch Freisetzen von Bodengasen. Das ging dann aus der fragwürdigen Art von Bohren. Titan und Eisen. Okay. Also momentan ist das Ganze echt noch sehr entspannt irgendwie. Also abgesehen von den komischen Meteoriten, die machen mir schon Angst, aber... Ja. Rucksackstufe 2, okay. Ah ja. Ausrüstungskap. Ach so, okay. Eisen, Lithium, Titan. Gehen wir hin. Das war noch schnell. Titan. Eisen ist da hinten. Silizium war was nochmal genau? Silizium. Okay. Und heißt voll, super. Okay, dann. Was will ich gerade bauen? Das Exoskelett oder? Rucksack können wir bauen, oder? Ja, genau. Ah, automatisch ausgerüstet. Okay, super. Passt. Was können wir sonst noch machen hier? Das ist das Exoskelett. Okay.
Wracks, Leute, okay, krass. Ich weiß, das Spiel ist doch schon eine Weile auf dem Markt irgendwie. Aber. War das gerade die Thermos wir brauchen? Ich hab's schon wieder vergessen. Aber es ist echt. Trotzdem weiterentwickelt, als ich dachte. Ah ja, okay. Cool. Wie geht's da voran? Bei 52 Wohnmodulfenster, okay. Heizungsstufe 2, also den Roboter. Pflanzenröhre. Platzieren, okay, Sauerstoff. Kann man hier irgendwie auch Essen herstellen? Wärme, hä? Sonnenkollektoren, okay. Doppelbett. Startrampe, what? Raketen? Was gibt es denn hier alles? Okay, das ist krass. Das ist echt krass. Was haben wir da noch als nächstes? Bei 500 Wärme, gut, das ist super. Innenleiter? Verbindungsleiter zwischen Wohnmodulen. Warte mal, was ist eigentlich, wenn wir ein zweites Wohnmodul bauen? Beziehungsweise erstmal eine Plattform oder ein Wohnmodul? Aber jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwie jetzt gerade keinen Fortschritt machen würden. Ganz im Gegenteil, es fühlt sich eigentlich schon so an, als würde es ganz gut laufen. Nee, wollte ich nicht. Nee, wollte ich auch nicht. Ich finde es auch cool, dass einfach Games, die Spaß machen, oder wenn Games, die Spaß machen, halt wirklich auf Gameplay setzen und halt nicht irgendwie auf, was weiß ich, irgendwie, kein Plan. Komische andere Konzepte. Wenn ihr eben dann auch wirklich, ja, ein bisschen Content haben, wenn man sich ein bisschen vergnügen kann und so, ist ganz cool. Ist leider auch nicht so, dass die Norm manchmal. Es gibt irgendwie so viele Games, die haben echt ein geiles Konzept, aber die haben halt so gefühlt, naja, Content für 2 Stunden. Und dann war's das wieder. Ach, Titan. Reicht das überhaupt? Uff, das wird, glaube ich, knapp. Nein! What? So schnell? Ich dachte, mir kommt irgendeine Meldung oder so. Okay, ich habe nicht alles wieder bekommen. Super. Titan hat mehr Farben, okay. Krass. Unerwartet. Also erwartbar, aber trotzdem unerwartet. Ich dachte mir gerade, es wird Nacht und dann dachte ich mir gerade so, es wird irgendwie so schnell Nacht. Aber naja. Naja, braucht mehr Bohrer. Definitiv. Oh, das ist super. Kann man jetzt irgendwie das Ding nehmen und Einstellungen. Warte mal kurz. Steuerung. Nee, Konstruktion. Cool. Licht entscheiden. Zugangsschlüssel befreien. Man kann es auch nicht umbauen. Hä? Wie? Was? Achso, ich hab gerade rechtsklickt und hab gerade Höhe. Lol. was ist denn gerade? Ich hab's vergessen. Ich hab's gerade gesehen, aber irgendwie wieder verdrängt. Fenster waren's, oder? Genau. Oh, na, okay. Hier wird Sauerstoff produziert. Okay. Superlegierung. Klingt wichtig. So, Weltraumnahrung nehmen mit. Gibt es eine Sortierfunktion? Ah, genau, sortieren, okay. Ja, weiß ich nicht. Ich muss von allem ein bisschen was mitnehmen. Genau, okay. Dann bauen wir hier auf einmal eine Plattform hin. Ja.
eine weitere Plattform. Dann würde ich sagen, reicht auch mal fürs erste Video. Läuft der Sache schon ganz gut irgendwie. Genau. Boah, Stufe 2, alles super. Okay. Ja, ist irgendwie fast schon so ein Factory-Game irgendwie. Nicht ganz, aber ist, ja, trotzdem so ein bisschen irgendwie. Luftdruck, was bringt das hier? PPQ pro Sekunde. Ist das die ganze Atmosphäre oder ist es gerade nur der Raum hier drin? Wahrscheinlich die Atmosphäre, oder? Ne, wobei, eine Pflanze, die ganze... Na, ich weiß nicht so recht. Okay, naja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.